Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Chivalry Deadliest Warrior, diesmal mit dem Spartaner. Und wir gehen rein, wieder Deathmatch, denn ich finde, im Deathmatch kann man am meisten zeigen. So, der Spartaner kann seinen Speer jeweils schmeißen, wenn ich den halt nicht dann zu hoch schmeiße. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Speer spiele. Ah, verdammt. Diese Krallen sind schnell. Aber ich habe immerhin... Oh, fuck. Das könnte schwierig werden. Ist aus mit so wenig Leben. Der Spartaner kann außerdem auch mit seinem Schild zuschlagen. Also nicht so wie er jetzt, der das statt dem Tritt verwendet. Sondern der Spartaner kann tatsächlich einen Schildschlag machen. Der Schaden macht auch richtig. Das gerade lief halt ziemlich schlecht. Mal sehen, ob ich hier... Ah, verdammt, habe ich gesehen. Dachte, ich könnte hier vielleicht einen Kill abstauben. Oh, da hat der Ninjas den Stich. Natürlich kann auch, wie beim Bogenschützen bei Chivalry, kann ich meinen Speer auch im Nahkampf verwenden, wenn ich ihn halt nicht wegschmeiße. Mein Gott, die Pisser. Ah, oh, dieser verdammte Tritt. Scheiße. Ah, egal. Sie können sich schon genug schämen, dass ich sie erledigt habe, dass ich einen von ihnen erledigt habe, wo sie zu weit war. So, mal sehen. So, mein Teammate ist auch gerade gegen den Typen da verreckt. Der versucht schön sein Schild zu nutzen da gegen meine Speere. Und dann gehen wir in den Nahkampf. Ah, das ist... Ich hasse es so sehr, wenn sie mit ihrem Schild meinen wegdrücken. Ich habe ihn schon zweimal angehittet, der... Okay. Ja, liebe Zuschauer, es läuft. Suboptimal nenne ich es mal, vom eigenen Mann getötet zu werden. Ups, da kommt jemand mit Sarissa runter. Hat sein Schild genau meinen Speer abgefangen. Sarissa mag ich auch sehr gern. Das ist meiner Meinung nach der leichteste Spartaner. Der kann halt seinen Speer nicht schmeißen, sondern nur... Ach, kommt jetzt. Da kommt mein Teammate. Oh, und haut mich schon wieder fast um. Alter Schwede, der Mann kann seine... Kann einfach nicht aufpassen, wo er hin... Verdammt, jetzt habe ich hier versucht... Bitte, ich habe das auf Video. Ich habe das auf Video, mein Schild war oben. Ich habe das auf Video. Wie läuft's denn so? 3-4, keine gute Runde. Gar nicht gut. Zugegebenermaßen, mein Teammate ist ein Vollidiot. Oh, ein... Yes, ich hab den... Oh, verdammt. Ich muss aber sagen, was ich überhaupt nicht mag am Spartaner, ist eben, dass er viel zu lange braucht, um sein Schild zu heben, nachdem ihm das Schild weggehoben wurde. Also, wenn er weggetreten wurde, dann braucht er so lange, um das Ding wiederzukriegen. Er kommt. Verdammt, der kleine Ninja stirbt. Oh, ja, und... Okay. Der Ninja war nicht schnell genug, um mich zu schlagen, während das Schild unten war. Ich hoffe, ihr seht das alles trotzdem ganz gut hier. Auch wenn mal ich so rüttle mit der Maus. Ich weiß, dass die Aufnahme immer sehr... Verdammt, den hätte ich jetzt gerne mit dem Speer erledigt. Was? Was? Ich hab den nicht getroffen? Komm. Ihr seht auch, ich kann auch jeweils andere Speere, selbst wenn es nicht meine waren, sondern von einem anderen Spartaner. Oh, der hat tatsächlich meinen Schildschlag pariert. Dabei sind die Schildschläge der Spartaner wirklich schwer zu blockieren. So, jetzt komm her. Wobei, der Typ war auch im letzten Match der beste Spieler. Ah, und dann von hinten. Ach. Shitty, shitty, shitty. Okay, schauen wir mal, ob ich trotzdem was auslösen kann. Da drüben rennt mein Teammate rum. Auf der Map muss man immer ein bisschen aufpassen mit den Kanonen, aber die Map habt ihr ja schon mal gesehen. Und jetzt wird er von zwei Mann niedergemacht. Außer ich... nein, warte.
Moment, nee, er wird nicht von zweimal niedergemacht. Nee, sie haben zusammen den Typen niedergemacht. Ah, vielleicht kennt die sich ja oder so. Auf alle Fälle hat dieser Ritter gerade einen Speer durch den Kopf bekommen. Nein, nicht durch den Kopf, aber ihr wisst schon. Haha, und noch einer. Man kann auch jeweils von den Opfern dann natürlich seinen Speer wieder einsammeln. Ah, ich mag den Falcon. Lieber Wikinger, wenn du so deine Waffe zum Schlag erhoben, zum Werfen erhoben hältst, dann kann ich währenddessen unter dir durchschießen. Wow, das war knapp. Das auch. Ups, und da versucht er mir seinen Hammer einfach anzuschmeißen. Und der Ninja ist tot, immerhin. Immerhin der Ninja. Immerhin den Ninja habe ich gekriegt. Schauen wir, ob wir hier jemanden treffen mit der Kanone. Ja! Endlich! Wieso habe ich keine Speere? Was ist denn los? Was sind sie ja? Na komm, versuch deine Armbrust aufzuziehen. Ups, und von hinten? Ein Backstabber. Ein echter Schurke. Ah, verdammt. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich diese Speere spiele. Die spielen sich nochmal ziemlich verschieden als die anderen. Der Hauptunterschied von denen ist halt, dass sie recht wenige Reichweite haben. Weil es eben Kurzschwere sind. Nicht die üblichen. Da muss ich mal diesem Rittersmann hier gegen die Spartaner helfen. Oh, außer ich werde natürlich hier von der Seite feige angetan. Aber er ist ja ein Ninja. Knapp, aber geschafft. Friss meinen Speer, du Pisser. Ach, verdammt. Drei Mann. Also als Spartaner hat man eigentlich immer recht gute Karten gegen mehrere Gegner, weil man eben den großen Schild hat. Aber gegen drei Mann habe ich dann auch meine Schwierigkeiten. Das wird dann doch schwierig. Heftig. Zu heftig. So, gleich wieder den Speer hier einsammeln, nachdem ich den einen verschossen habe. Also es sind sogar vier jetzt im roten Team, offensichtlich. Verdammt, genau in den Schild geworfen. Ach komm, Pinker, ey, fick dich doch. Da sind mehr, vier Rote und du denkst daran, mich anzugreifen. Was geht sonst in deinem Hirn vor, hä? Echt, ey. Manche Leute, ich verstehe sie nicht. Also erstens mal verstehe ich die Leute nicht, die in ein Team, wo eh schon drei Leute drin sind, reingehen, um das Team auf vier aufzustocken, während alle anderen Teams nur aus zwei bestehen. Und zweitens verstehe ich nicht die Leute, die... Wenn von einem Team klar mehr Leute rumlaufen, dann noch das unterstützen. Haha, in die Beine. Hey. Ja, genau. Fick dich, Ninja. Nicht so leicht gegen meine Speere. Man kann nämlich sehr flott mit den Speeren zuschlagen. Schieß da mal die Kanone, falls da drüben ein Feind ist. So. Da habe ich auch wieder sogar einen Speer aufsammeln können. Kämpft! Sogar noch beim Ausholen den zweiten erschlagen. Na verdammt, und der Spartaner kriegt den nächsten. Den hätte ich eigentlich gerne gehabt. Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Irgendwas ist hinter mir. Ha, ich mag das Lied. Naja, und wieder von drei Leuten kaputt gemacht worden. Dabei habe ich doch so einen hübschen Helm. Wieso tut ihr das? Okay. Okay, komm her, komm her, komm her. Hey! Das Schwert sieht gar nicht. Das ist echt schlimm mit den spartanischen Schwertern. Ich unterschätze jedes Mal die Reichweite. Ja, so wie diesmal. Die Dinger. Ich vermute ja sogar, dass sie länger sind, als sie aussehen, weil. Also, dass tatsächlich das Modell einfach falsch aussieht. Weil sie schlagen praktisch immer weiter, als sie tatsächlich. Verdammt. Schade. Den hätte ich noch gehabt, gerne.
Aber in dem Fall ist das hier vorbei. Haha, noch den Faustkampf gewonnen. Und damit geht's auch schon zur neuen Wahl. Ja, lief gut, würde ich sagen. Ein paar Auszeichnungen gekriegt. In dem Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.